Call of Duty wird bei der DICE-Preisverleihung übergangen. EA sagt, ihre Spiele sind zu komplex. Es gibt offizielle Mod-Tools für Dying Light und Zelda kommt als Serie auf Netflix. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das hier sind heute die News. Sledgehammer Games, die Macher von Call of Duty Advanced Warfare, fühlen sich übergangen. Die haben nämlich beim Branchenpreis DICE Awards in insgesamt 25 Kategorien nada gewonnen. Darüber beklagt sich auf Twitter jetzt auch Firmenchef Glenn Schofield und fügt hinzu, dass das richtig wehtut. Ich höre aber gerade, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist, denn es werden zur Sekunde noch Zusatzkategorien gezogen bei den DICE Awards. Und die erste Kategorie, bei der Call of Duty noch Chancen auf den Titel hat, ist Shooter-Fortsetzung, die abgesehen vom Szenario alles genau gleich gemacht hat wie im Vorgänger. Und der Preis geht an Far Cry 4. Herzlichen Glückwunsch an Ubisoft, die das ausgeklügelte Open-World-Gameplay auf das Himalaya-Szenario übertragen haben. Toll. Wir bleiben auf dem DICE Summit. Da hat nämlich eine Aussage für Furore gesorgt, nämlich die vom EA-Mann Richard Hilleman. Der sagt nämlich, EA-Spiele sind immer noch zu schwer zu erlernen. Er sagt, dass ein durchschnittlicher Spieler 2 Stunden braucht, um die Grundfunktionen eines aktuellen EA-Spiels zu begreifen. Wenn man mal drüber nachdenkt, das stimmt. Ein Neuling wird bestimmt 2 Stunden brauchen, um Dragon Age Inquisition zu verstehen oder alle Spielmodi von Battlefield Hardline zu durchblicken. Er sagt, das kann man aber dem Kunden nicht abverlangen, da einfach 2 Stunden sich hinsorgen, nur um die Grundregeln zu verstehen. Deswegen die Frage an euch, glaubt ihr, das ist zu viel oder sind die Spiele eh schon viel zu simpel? Schreibt's in die Kommentare. Ich höre gerade, die nächste Kategorie, bei der Call of Duty Advanced Warfare noch gewinnen kann, wird gerade ausgezählt. Und zwar ist es die Kategorie futuristischer Multiplayer-Shooter von langjährigen Activision-Angestellten. Und der Preis geht an Titanfall. Herzlichen Glückwunsch an Jason West und Vince Zampella, die nach ihrem Ausstieg bei Activision für EA Titanfall gemacht haben. Toll. Der Streaming-Anbieter Netflix arbeitet an einer Realserie im The Legend of Zelda-Universum. Das erklärt das Wall Street Journal. Momentan ist da noch nicht viel dazu bekannt, außer das Ziel. Am Ende soll da nämlich eine jugendfreie Version von Game of Thrones rauskommen. Momentan ist das Ganze aber noch in der frühen Planungsphase, das heißt, es gibt nicht allzu viele Informationen dazu. Das hat das Magazin The Verge aber nicht davon abgehalten, schon jetzt die Traumbesetzung zu nennen, die sie für diese Serie gerne hätten. Nämlich die beiden Game of Thrones Stars Maisie Williams als Junge und Natalie Dormer als erwachsene Version der Hauptfigur Link. Das hat natürlich jetzt für Aufsehen gesorgt und viele Nintendo-Fans auf die Barrikaden gebracht. Denn es kann ja nicht sein, dass da eine Hauptfigur, die so klar definiert und so maskulin ist wie Link, plötzlich von einer Frau gespielt wird. Ich meine, eine Frau als Nintendo-Held, das ist ja lächerlich. Die Rückruderei von Techland geht weiter. Nach Mods sind unmöglich und sorry, dass wir das mit den Mods gesagt haben, kommt jetzt offizielle Mod-Tools von Techland für Dying Light. Das haben sie im offiziellen Forum angekündigt und sammeln momentan noch Vorschläge, was in diese Mod-Tools rein soll. Daher gibt es auch noch keinen Termin, wann die offiziellen Mod-Tools erscheinen sollen. Ich höre gerade, dass in der Sekunde die allerletzte Sonderkategorie ausgezählt wird, in der Call of Duty Advanced Warfare noch eine Chance hat, den Preis zu gewinnen. Und der Name der Kategorie lautet Beste Kombination aus Shooter und Kevin Spacey. Und der Preis geht an die Serie House of Cards für die eine Szene, in der Frank Underwood Killzone spielt. Toll. Ja, wieder nix bei Call of Duty. Von uns gibt's dafür eine Dose Mitleid. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, weiterspielen.